Die Abenteuer- und Allrad in Bad Kissingen ist, und dies ist keine Übertreibung, die größte und interessanteste Messe einerseits für den abenteuerlustigen Individualreisenden als auch den enthusiastischen Geländewagenfreak. Konnte man sich Anfang der 80er auf dem Aussteigerweg nach Indien oder die afrikanischen Länder bestenfalls auf Armeekarten verlassen? Fängt dank Satellitennavigation heutzutage die Weltreise 4.0 auf dem heimischen Rechner an. Die Abenteuer Allrad bietet für Reisende außerhalb von Pauschal und All-Inclusive von der Planung über die Auswahl des Reisevehikels und notwendige Ausrüstung bis hin zum Austausch mit Gleichgesinnten alles, um zumindest auf Zeit dem Gutbürgerlichen eine Auszeit zu gönnen. Genügt ein robuster Wohnanhänger oder wird ein Reisegefährt mit Allradantrieb gesucht, welches auch noch im Busch zur Not repariert werden kann? Oder gehen erst beim Anblick von monströsen Allrad-Wohnmobilen auf LKW-Basis die Herzen und natürlich auch die Brieftaschen auf? Auf dieser Leitmesse in Bad Kissingen sollte jeder auf seine Kosten kommen. Neben der Ausrüstung und der Auswahlmöglichkeit für das passende Reisegefährt zeichnet sich die Abenteuer Allrad insbesondere auch durch ein breit gefächertes Infoangebot aus. Auf dieser Messe sind eine Vielzahl unterschiedlicher Markenclubs vertreten. Zahlreiche Weltenbummler bieten Vorträge ihrer Reisen an. Ein weiterer Aspekt, der den Besuch in Bad Kissingen an diesem Wochenende erzwingt, ist, dass der Veranstalter den aktuell europaweit, wenn nicht sogar weltweit größten Campground für Fernreisemobile stellt. Dieses Mekka für Abenteuertouristen hat sich zu einem internationalen Sammelplatz von Allradfahrzeugen gemausert und viele Weltreisende unterbrechen genau für diese Woche ihren Langzeiturlaub, um sich auf der Abenteuer Allrad auszutauschen.